Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica. Und wie immer an meiner Seite der liebe Robin. Wie geht's dir an diesem wunderschönen Hallo. Tag? Mir geht's gut. Ich liege wahrscheinlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme irgendwo am Strand und lasse die Sonne auf meinen Bauch scheinen. Dementsprechend zum Zeitpunkt der Aufnahme wird es ein bisschen stressiger werden, aber ich freue mich sehr, sehr auf die Folge, die wir heute haben. Yes, denn wir haben einen sehr, sehr coolen Gast und ich freue mich mega, dass er da ist. Und zwar den guten Uno. Hi Uno. Na? Hey Jungs, wie geht's? Ja, ich bin aufgeregt, aber sonst alles cool. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du da bist. Auf jeden. Richtig. Genau, wir haben uns gedacht, wir holen uns den guten Uno mal rein. Ich wurde neulich gefragt, so okay, wer ist so für mich der Newcomer des letzten Jahres gewesen? Und dann kam halt der Name Uno für mich in Sinn. Und dementsprechend wollen wir ihn euch gerne vorstellen, beziehungsweise die meisten von euch dürften ihn wahrscheinlich schon kennen. Und ja, dann reden wir so ein bisschen drüber, weil der gute Uno macht viel Twitch. Und wir reden drüber, wie wir YouTube, Twitch und Podcast so ein bisschen, auch ein bisschen als Content Creator die Magic-Welt designen und wen wir da so erreichen und was so die Vor- und Nachteile der verschiedenen Plattformen sind. Und danach können wir nach langem nochmal mit jemandem über Commander reden. Dementsprechend reden wir auf jeden Fall über Commander. Wir haben lange nicht mehr über Commander geredet. Und dann schauen wir, was die Uhr sagt. Ihr kennt das Spiel am Ende des Podcasts. Normalerweise mit einem Gast schaffen wir es nicht unter der Stunde. Und manchmal schaffen wir es, dann nehmen wir noch Ask Us Anything rein und dann muss Uno halt auch mit beantworten. Aber wissen wir halt noch nicht. Genau, und bevor wir jedoch anfangen, ein kurzer Hinweis, dass das Ganze hier, wenn ihr das auf YouTube schaut, folgt uns gerne, beziehungsweise abonniert uns gerne, liked und kommentiert über die Themen, die wir so besprechen, was ihr dazu so empfindet. Auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer es Podcasts gibt, könnt ihr auch gerne folgen und gelegentlich sogar bewerten. Also ich sage immer ganz gerne, wer den Podcast mit 5 Sternen bewertet, zieht auf jeden Fall 7 Karten zum Beginn des nächsten Magic-Spiels. Dementsprechend lasst euch das nicht vergehen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Twitter, Instagram und Discord haben wir euch in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne tun. Und zwar auf patreon.com/gamery. Als kleines Dankeschön bekommt ihr den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und dann lasst uns doch direkt mal, Uno, bei dir anfangen heute. Alles klar. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen für vielleicht die 3-4 Leute, die dich noch nicht kennen? Was machst du eigentlich und was ist so dein Weg bisher gewesen? Hi, ich bin's der Uno und was soll ich sagen? Ich bin 31 Jahre alt, wohne in Berlin und studiere Jura aktuell. Und ja, und vor fast 12 Monate, also Mitte Mai, habe ich vor einem Jahr mit dem Stream angefangen und seitdem mache ich das größtenteils halt Content im Bereich Commander. Angefangen mit MTG Arena, weil meine Reichweite noch nicht so groß war und für Commander braucht man halt mindestens noch 3 weitere MitspielerInnen. Dementsprechend war das am Anfang ein bisschen schwieriger, aber ich habe das Glück gehabt, dass wirklich der Content ankam bei den Leuten und dementsprechend schon so eine kleine Community sich gebildet hat und dementsprechend streame ich mindestens einmal die Woche dann Commander-Content, hin und wieder auch mal Drafts, aber Arena, ich weiß nicht, ich bevorzuge da einfach mit der Community zu daddeln und sonst halt auch gerne andere Spiele, genau. Und die Leute, mit denen du dann Commander spielst, sind alles Community-Mitglieder, Zuschauer von dir oder geil. Oder das halt andere Content-CreatorInnen, ne? Also alles mögliche. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall mega cool. Also ich habe auch schon ein paar Mal reingeschaut. Das ist ja so eine nette Twitch-Kultur, dass wenn der eine zu Ende streamt, dass der andere geradet wird. Und ja, auf jeden Fall. So sind wir in Kontakt geraten. Du hast ja Blackie, beziehungsweise Marc auch schon ja vorher kennengelernt. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das habe ich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, Marc, hast du ihn einfach zufällig gefunden oder wie ist das passiert? Nee, das war tatsächlich ganz lustig. Also ich habe hin und wieder mal auf Twitter gesehen, dass er was gepostet hat. Und dann gab es von Oops All Salt einen Charity-Stream gegen Cancer. Und was ich sehr, sehr gerne und von Herzen aus persönlichen Gründen unterstütze. Und dann wurden wir halt in einen Pod zusammengesetzt mit German Magic Stories, der leider Gottes Internetprobleme hatte. Ja. Und noch einer weiteren Person, der
nimm es mir nicht übel, aber der war so müde, der war nicht wirklich redebedürftig. Und dann mussten wir halt zu zweit den kompletten Stream irgendwie retten und haben halt zu zweit eine Show hingelegt, meiner Meinung nach, die großartig war. Ja, und wir waren dann leider, Gottes war dann mit technischen Problemen und Zeitdruck und alles. Es war nicht ganz so ideal, aber es hat so viel Spaß gemacht und wir haben das so hochgehalten. Da habe ich mir gedacht, so ein sympathischer Mensch. Und dann beim nächsten Berlin-Besuch musste ich natürlich dann auch direkt erstmal einen Kaffee mittrinken. Das war cool. Ja, auf jeden Fall. Das war eine coole definitiv. Runde. Ja, das ist immer so ein Ding mit so, deswegen bin ich auch sehr noch, also ich streame ja nicht bei weitem nicht so viel wie du, aber das ist ja schon sowas, wo ich dann irgendwie immer sehr respektabel der Technik gegenüber bin, wo ich immer denke, okay, man sollte es nicht zu kompliziert machen und teilweise die Gruppen, die dann da zusammenkommen mit mehreren Leuten, die alle über Spelltable streamen, da muss überall das Internet funktionieren, das klappt nicht immer und ja, das sind so technische Hürden. Ich mag zum Beispiel, dass wir bei Radio Ravnica einfach sehr, sehr viel Macht noch im Edit haben, dass ich sehr viel, sehr viele Ruckler mal irgendwie rausschneiden kann oder irgendwie Tricks kann oder sowas. Das ist schon, geht beim Livestreaming nicht. Auf jeden Fall. Aber wie war denn deine Reise so? Also du hast ja gesagt, du hast mit Magic Arena angefangen. Mhm. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, du spielst ja auch ein bisschen mehr jetzt auch so Elden Ring und andere Spiele. Wie kam es dazu? Ich weiß nicht, ich hatte einfach Lust zu streamen. Ich hatte einfach Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich studiere halt Jura und das ist hin und wieder sehr, sehr trocken. Viel mit Büchern, viel lesen. Und ich habe halt unter anderem halt eine extrovertierte Seite und die hat mir einfach gefehlt. Ich habe früher immer mit den Jungs irgendwie gezockt, gedaddelt, dann haben wir im Discord gequatscht und da habe ich immer versucht, die irgendwie zu unterhalten und irgendwie zu bespaßen. Das war immer so mein Ding, ein bisschen die Leute zum Lachen zu bringen. Und da dachte ich mir einfach kurzerhand, ey, ich gehe hier ein, wenn ich nicht irgendwie ein Ventil habe, ein Rohr, wo ich einfach mit Leuten reden kann oder irgendwas unternehmen darf oder spielen darf oder meine Emotionen weitergeben darf. Dann wird das nichts mehr. So, ich bin eingegangen. Da habe ich aus kurzer Hand gesagt, ja, ich streame einfach. Ich bin da auch sehr realistisch rangegangen. Ich denke mal, ihr kennt das länger als ich, weil ihr schon länger dabei seid. Das dauert am Anfang mit Reichweite, Aufmerksamkeit generieren, weil da denkt sich jeder Zweite irgendwie, da kommt so ein weiterer Dödel und der will mir irgendwas erzählen. Und ich bin halt auch so hingegangen. Ich habe das auch mich persönlich gar nicht so ernst genommen, habe nur versucht, dass der Chat dass sich an die paar Grundregeln sich alle halten und einfach Respekt herrscht. Und bin dann einfach ongegangen und habe versucht, Leute zu erreichen. Es fing dann halt damit an, dass irgendwie 1 bis 3 Leute mir erstmal angeguckt haben. Und ich war da so, ja gut, ich mache das meistens aus. Ich bin jedes Mal noch nervös, bevor ich ongehe und mache das sowieso aus. Ich will gar nicht gucken, wie viele Zuschauer da sind, weil es zieht entweder mich runter oder hypt mich. Und ich versuche generell einfach so ein Ambiente zu schaffen, wo Leute, die, weiß nicht, Langeweile haben oder sich einsam fühlen oder, weiß ich, einfach abschalten möchten, abends dann halt einschalten können und dann entspannen. Weil das ist eine Art von Unterhaltung und ich genieße das. Also mir macht das wirklich Spaß. Und so hat sich das dann peu à peu entwickelt von, was weiß ich, 1 bis 3 DurchschnittszuschauerInnen, dann auf 5 bis 7, dann 10. Und aktuell bin ich schon so bei zwischen 15 bis 20. Da freue ich mich auch immer drum. Und ist cool, ja. Und auch teilweise sogar noch mehr. Also immer, wenn ich so schaue, was wer so gerade streamt, hast du auch teilweise schon so 60, 70 in dem Bereich. Ne? So also, ich weiß nicht. Wenn ich die gesehen habe, hast du schon so ein paar mehr auch dabei. Das ist schon. Alter, das ist, bevor ich das Gerücht hier aus der Welt bringe. ich habe vor irgendwie seit 4 Wochen habe ich mit Bots zu kämpfen. Ach so, ja. Ich habe die nicht gekauft. Das ist hier wirklich on the record, das war ich nicht. Wirklich, Hand aufs Herz, das war ich nicht. Irgendein Zuschauer oder Zuschauerin hat sich den Spaß erlaubt. Meine Mods haben jetzt auch immer wieder damit zu kämpfen, dass dann irgendwelche Leute haben, was weiß ich, die haben dann Namen gemacht, Ono stinkt und keine Ahnung was. Der schreibt dann irgendwas Blödes in den Chat, wird gebannt, dann wird das alles umgestellt, dass nur Follower reinschreiben dürfen und eine Stunde mindestens gefollowt haben. Die Person macht sich einen neuen Account, wieder mit so einem lustigen Namen, wartet eine Stunde, schreibt einen Blödsinn, wird sofort wieder gebannt und das habe ich seit 4 Wochen. Also die Zahlen sind da nicht nicht richtig. Ich keine Ahnung, ich brauche das nicht. Ich möchte wirklich richtige ZuschauerInnen haben und keine Bots.
Und das ist ein bisschen nervig. Darunter leidet aktuell auch Twitter und Instagram und Ja, Bots sind ein richtiges Problem. Das habe ich auch schon mitbekommen. Das tut mir leid, das wusste ich nicht, dass das so ein Bot-Thema ist. Ich habe mir nur gedacht, ich habe das so gesehen und dachte mir so, ah, geil, das läuft ja richtig krass gerade für dich so. Ja, ich wünschte. Aber ich meine, das zeigt ja auch, wenn du halt Mods hast und Leute sich dann auch da drum kümmern, während du streamst und du kannst dich auf den Stream quasi vorbereiten und drauf fokussieren, dann ist das ja auch zumindest schon mal so ein Erfolg. Und ich kenne das ja auch, die ersten Handvoll Streams, da streamt man meistens für sich alleine oder halt wirklich für eine verlorene Seele, die 20 Sekunden guckt und doch irgendwie woanders hingeht. Man muss schon auf jeden Fall Sitzfleisch haben, um da durchzukommen und das halt auch eben zu überstehen. Und ich würde zumindest sagen, dass du da schon auf jeden Fall den Fuß in der Tür hast und das auf jeden Fall weitergeht. Yes. Also ich kann auch von eigener Erfahrung sagen, dass der Stream ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich hänge gerne so als Lurker dabei. Ich bin nicht immer so am Chatten dabei, aber das ist wirklich, wirklich sehr sympathisch. Und du sorgst ja auch dafür, dass du genug Fitness vor der Kamera machst. Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Seht ihr hier hinten die Matte noch? Großartig. Das ist wirklich gleichzeitig, Hammer. Ja, gleichzeitig gehst du aber auch hin und erklärst den Leuten gleichzeitig auch Jura mitten im Stream. Darf ich fragen, welche Richtung in Jura du studierst? Ich habe mich jetzt auf Wettbewerbsrecht und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Ja. Ich bin aktuell noch am Hadern, ob ich mir das Examen gebe, weil ich bin jetzt aktuell bei der Wahl, Rechtsanwalt zu werden oder Beratungsfunktionen zu übernehmen oder Vertragsrecht einfach zu machen, da muss man kein Anwalt werden. Und ich weiß nicht, ob das so meins ist. Ich glaube, ich passe da so oder so nicht so rein. Aber es ist auf jeden Fall Hammer, dass du da dass du zumindest die Auswahl hast. Also ich kenne das, mein erster Ausbildungsberuf war Verwaltungsfachangestellter bei einer Gemeindeverwaltung. Und mittlerweile bin ich davon komplett ausgebrochen und bin jetzt selbst im Berufskontext so bei Social Media, in YouTube und anderen Themen drin. So. Von daher, ich kann das nachvollziehen, dass man bei so einer Entscheidung steht und denkt sich so, okay, mache ich jetzt das in Anführungszeichen seriöse weiter oder möchte man dann doch irgendwie die expressionistische, kreative Seite irgendwie weiter befüllen? Aber es ist auf jeden Fall krass, dass du auch das Studium erstmal so weit dann auch gemacht hast, dass du da vor dieser Entscheidung auch stehst. Also Ja, Respekt, ich bin schon ewig dabei, ne? Der ganze Chat trollt mich schon seit, keine Ahnung, ich studiere Ewigkeiten. Corona seit ungefähr ein Jahr. Und Corona war halt ein bisschen ärgerlich. Ich hätte eigentlich 2019 mein Examen schreiben sollen und so, da wurde alles verschoben. Ja. Es ist, wie es ist und keine Ahnung. Es geht dann doch irgendwie vorwärts. Genau. Und ich würde auch gerne in die kreative Richtung einschlagen, aber ja, wie du schon meinst, das Seriöse am Ende zahlt halt die Rechnung und da muss ich halt schauen. Leider. Deswegen, es bleibt mein Hobby erstmal und was kommt, das kommt dann. Auf jeden Fall. Vielleicht willst du ganz kurz noch ein, zwei Sätze sagen, zu wie du zu Magic gekommen bist überhaupt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie lange bist du schon dabei? Wie viel zockst du schon? Beziehungsweise was war dein erstes Set? Weißt du das noch? Das war Aufmarsch. Onslaught damals. Schöne Zeit. Und Mirrodin und so. Das war richtig cool. Als dann anfing mit den braunen Karten halt, den Artefakten und so. Das war richtig, da war ich damals in der Schule. Boah, wie alt war ich? Ich kann mich noch erinnern, das war in, funny story, es war in Argentinien auf der Schule. Ich bin so in der Kindheit so ein bisschen durch die Gegend geflogen. Und damals Michael, der hieß wirklich Michael, weil es war eine deutsche Schule, hat gemeint, hey, Andi, also Andi ist mein richtiger Name, hast du nicht Bock auf Magic? Und ich habe damals noch Yu-Gi-Oh! Gespielt, mein Dad hat die Karten dabei gehabt, ich habe sie ihm zugeschoben, dann hat er sie irgendwo mal liegen lassen in der Bar, weil er ein bisschen angesoffen war, egal. Und seitdem habe ich nie wieder Yu-Gi-Oh! Gespielt, weil ich den Verlust nicht verkraften konnte, aber das war das Gute. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich meistens die zweite und dementsprechend bin ich dann so in Magic reingerutscht. Der Kumpel meinte dann zu mir, hey, hast du nicht Lust? Und wir hatten dann immer eine lange Pause, irgendwie 50 Minuten, dann haben wir schnell was gegessen, haben uns dann auf dem Schulhofboden hingehockt mit unseren 2, 3 Standard-Decks, was wir damals hatten. Ich glaube, er hatte Elfen und so ein Dimir Control-Deck, boah, das war so schlimm. Und wir haben dann damals immer gezockt. Und so bin ich in Magic reingekommen. Ja, ich hatte zwischenzeitlich dann auch eine lange Pause, leider, weil im Ausland war es manchmal ein bisschen schwierig und kommst dann halt in die Klasse rein und sagst, hey, ich spiele Magic. Und dann stehst du erstmal kurz doof da manchmal. Dementsprechend habe ich es leider eine Zeit lang nicht gemacht und dann vor 6 Jahren wieder mit Magic angefangen. Ich hatte noch Karten von damals, aber ich
hatte nicht mehr so Lust auf Standard und die ganzen Formate. Das war einfach nicht mehr so für mich, weil das ist halt auch eine Sache mit finanziell. Und ein Kumpel von mir hat mich dann halt, hat mich in das Commander-Format gelockt. Und seitdem spiele ich Commander. Weil das so viel günstiger ist wie alle anderen Formate. Ist es nicht. Man kann es so günstig machen, wie man es machen möchte. Man kann sich halt explizit sagen, okay, wir bleiben bei Pre-Cons und so. Ich kann den Ansatz schon verstehen, auch wenn, glaube ich, über die Zeit mehr und mehr Geld auch ausgegeben wird für Commander-Decks. Es ist definitiv kein günstiges Hobby, egal welches Format, würde ich mal so pauschal sagen. Aber bei Commander hast du halt immer noch die Möglichkeit, dadurch, weil es eigentlich ein Casual-Format ist. So. Und jetzt mögen mich vielleicht auch die CDH-Leute hassen. So, ich finde auch CDH ist casual, einfach aus dem einzigen Grund. So, ich versuche jetzt nicht hart zu polarisieren, aber aus dem einzigen Grund, weil es ein Multiplayer-Format ist. So maximal, wenn du jetzt Magic Standard Pro-Spieler bist oder Legacy oder sonstiges, ein 1 gegen 1, deine gute Win-Chance ist so bei 50-50, wenn du gegen einen, also wenn du gegen dich selber spielen würdest, der genauso gut ist oder die genauso gut spielt wie du selber, ist es 50-50. In einem Multiplayer-Format ist es maximal 25%. Das ist einfach nicht kompetitiv, wenn du gefühlt gut spielst und jedes vierte Spiel maximal gewinnst. Ach, ich weiß nicht. Ja. Wie krass willst du dein Deck dann pimpen, dass es jedes Mal gewinnt? So, das ist halt, du spielst gegen die Nummern so. Ich bin kein Mathematiker, aber die Chancen sind einfach nicht so gut. Und Fun Fact dazu, wir haben schon mal Legacy Multiplayer gespielt. Ja? Und zwar die Turnier 1 gegen 1 Decks. Das war Hölle. Glaube ich. Deswegen ist auch so ein wichtiger Aspekt, der reinkommt, Politics. Ja. Du spielst grundsätzlich, weil du einfach Spaß hast, an Karten zu spielen. Und dann gehst du Deals ein, die du sonst nicht eingehen würdest, weil 1 gegen 1, so, mit wem redest du so? So, ja, ich nehme deinen komischen Deal da nicht an, du bist nächsten Zug einfach tot on board. So. Das ist halt 1 gegen 1. Aber und das Gute ist, dadurch, dass es casual ist, kannst du dich halt auch entscheiden. So, ich habe meine Pet-Cards, ich habe meine 100, ich will irgendeinen Flavor haben, ich will nicht jedes Mal gewinnen. Ich bevorzuge die Interaktion und lustige Momente und das ist so die Motivation. Aber wenn man halt kompetitiv ist, würde ich halt eher sagen, nehmt euch nicht das Commander-Format vor. Also das wird euch ein Loch ins Portemonnaie brennen. Und im Endeffekt gewinnt ihr trotzdem nur jedes vierte Game. Ja, und halt das Ding ist halt auch, was dazu kommt, ist halt, was du halt meinst mit dem Multiplayer. Egal wie gut man ist, egal wie gut das Deck ist, wenn sich alle anderen dagegen dich einschießen, kannst du halt auch nicht viel machen. Da werden halt jeder, selbst wenn du Turn One Kill theoretisch haben könntest, dann werden halt alle Counterspells auf der Hand behalten, nur um dich am Sieg zu hindern. Also ich sehe den Punkt auf jeden Fall schon sehr. Aber ich würde sagen, soweit erstmal zu deiner Vorstellung, zu deinen Hintergründen bei Twitch und Magic.